Anfang Oktober empfing der Hallische FC den FC Carl Zeiss Jena mal wieder anlässlich eines gewöhnlichen Spieltages der Regionalliga Nordost im Leuna Chemiestadion. Offenbar hatten die Jungs von der Saale bereits am Vorabend einen netten Plausch mit den Zeissern geplant, weshalb sich am Freitagabend eine in etwa 100 Mann große Sportlertruppe des HFC auf die eine Stunde lange Fahrt nach Thüringen begab. Dort angekommen parkte man zentral ab und wartete im Umkreis des Johannistores auf den Feind in der fremden Stadt. Ob es telefonischen Kontakt zwischen beiden Seiten gab, ist uns nicht bekannt. Jedoch schoss der stabile Trupp aus Halle noch ein Erinnerungsfoto vor der Johanniskirche, auf welchem der vorbereitete Mob bandagiert in weißen Shirts auszumachen war. Nachdem sich Jena jedoch nicht blicken ließ, ging es ernüchtert wieder gen Norden in die Heimat. Dass man diese Aktion nicht auf sich sitzen lassen würde, machte die HFC Fankurve dann am Spieltag gegen Zeiss direkt einmal in Form eines Spruchbands deutlich. Wieder eine verschwendete Nacht in der Festung ohne Wacht war auf einer Tapete zu lesen und spielte augenscheinlich auf den Besuch vom Vorabend an. Die Gäste aus Jena, welche von Freunden der Schickeria München unterstützt wurden, zeigten hingegen eine Choreografie zu Spielbeginn, welche ebenfalls gegen die Heimseite sticheln sollte. Unter dem Leitspruch "Herrscher der Saale" erschien aus einem blauen Meer ein griechischer Gott mit Dreizack, welcher dann im Verlauf der Aktion einen HFC-Buben wieder unter Wasser drückte, sodass nur noch dessen Füße zu sehen waren. Auch hier hatte man ein Spruchband gegen Halle parat. "Chemiehalle muss Schimpfwort bleiben", hieß es auf einer Tapete der Südkurve. Auch wurden von beiden Parteien einzelne Klamotten des Gegenüber präsentiert, welche aber jedoch keine weitere Erwähnung wert sind. Zu guter Letzt zeigte der Heimpöbel noch die bekannte Gewalttätersport-Zaunfahne, hinter welcher weißer Rauch und das Spruchband "Gewalttätersport" auch ohne Datei erschien. Die Partie konnte der HFC für sich entscheiden. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.